Die härteste Crosslauf-Serie in Berlin ist zurück. Die Sega-Serie 2024 vom ST Tegeler Forst ist offiziell gestartet. Und egal ob Amateur oder Leistungssportler, die Sega-Serie hat noch einen anderen tollen Nebenaspekt. Ja, eigentlich sind diese Läufe gerade super Vorbereitung, weil gerade Crossläufe machen so eine sehr gute Grundlage als guter Aufbau für die kommende Saison. Die Sega-Serie fordert sowohl Ausdauer als auch Durchhaltevermögen auf den anspruchsvollen Trails durch den Hermsdorfer Forst. Läuferinnen und Läufer wählen im ersten Lauf zwischen 3,6, 7,2 und 10,8 Kilometern. Doch egal welche Distanz, die hügeligen und vor allem steilen Waldwege machen jeden Kilometer zur echten Prüfung. Die Strecke war cool, ich kenne die Strecke, bin die letzten Jahre schon mal einzelne Läufe mitgelaufen, daher wie gewohnt, crossig, schön. Ja, und die ein oder andere Steigung, die hat es ganz schön in sich. Da zersägt es einen mal gerne. Aber genau darauf kommt es ja bei der Crosslauf-Serie an. Das ganze Jahr schon darauf hingefiebert, dass die Sega-Serie endlich wieder ist. Na, auch Lust bekommen? Dann meldet euch noch schnell an. Am 19. Oktober und 2. November stehen die nächsten Etappen an. Jede Wettbewerbsklasse läuft dann eine weitere Runde durch den Hermsdorfer Forst, die den Läuferinnen und Läufern erneut alles abverlangen wird. Denn die Sega-Serie ist nicht umsonst die härteste Crosslauf-Serie Berlins.